Wunderbar. Ordnung, Lernen, Schutz. Hier habe ich alles, was ich brauche. Werden, wenn ich Tag ein, Tag aus auf Patrouille bin. Ich hielt Atlas für uneinnehmbar. Daraus werden wir lernen. Gut. Ja. Aber sieh, wozu sie noch geführt hat. Gut, dass wir unsere Technologie bewahren. Ich verstehe deinen Frust, Neb. Die Vermissten zu finden, hat für mich oberste Priorität. Doch dafür brauchen wir mehr Hinweise. Beweise? Was brauchst du denn noch? Willst du sagen, meine Cassie lügt? Nein, ganz und gar nicht. Anwärter, du kommst gerade recht. Es gibt da etwas zu bereden. Mr. Knapp hier hat uns auf einen weiteren vermissten Fall aufmerksam gemacht. Meine Nichte Cassie. Cassie Holloway. Sie hat irgendwelche Karawanenleute bezahlt, um herzukommen. Hat mir vor der Abreise Briefe geschickt. Die sind auch angekommen. Sie ist es aber nicht. Ich habe mit den Karawanentypen gesprochen und sie meinten, Cassie wäre nie mit ihnen losgezogen. Von Blue Mountain oder so. Blue Ridge Caravan Company. Wirklich? In dem Brief steht, sie brauchen mehr Leute. Von Blue Ridge? Faszinierend. Das ist unsere erste echte Spur und sie scheint genau zu Knapps Bericht zu passen. Mir kam dieses Unternehmen schon vorher verdächtig vor. Doch diese Info gibt den Ausschlag. Ich wollte die Blue Ridge Caravan Company schon mehrmals kontaktieren, um mit Vorräten zu handeln. Aber sie haben mich abgewiesen. Jedes Mal. Ich verstehe, dass die Bruderschaft bedrohlich wirken kann. Und der Stützpunkt in West Virginia hat nicht gerade das beste Vermächtnis hinterlassen. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass uns Appalachias Sicherheit am Herzen liegt. Trotzdem wollen sie nicht mal reden. Das finde ich verdächtig. Unterwegs fanden wir heraus, dass Karawanen oft Tarnungen für Sklavenhändler und Raider waren, die unauffällig wirken wollten. Ich hatte Blue Ridge dessen erst nicht verdächtigt. Aber ihre Weigerung zu reden, Knapps Geschichte und dieser Brief sind zu viel, um es zu ignorieren. Ich vermute, dass man nicht einfach so auf irgendwelche ihrer zwielichtigen Operationen stößt. Aber gut, dass du schon mit ihnen zu tun hattest. Vielleicht kriegen wir so einen Fuß in die Tür. Wir sollten uns diese Blue Ridge Caravan Company vorknöpfen. Am westlichen Ende des Big Bend Tunnels haben sie ein Büro. Anwärter, wir sollten uns dort treffen. Zieh nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich. Wenn die merken, dass wir zur Bruderschaft gehören, machen sie dicht. Ganz recht. Fort Atlas ist fürs Erste gesichert. Und da Shin außer Gefecht ist, will ich meinen Teil beitragen. Außerdem ist das unsere beste Spur. Wenn wir die Vermissten noch retten wollen, sollten wir beide rasch handeln. Danke, Anwärter. Ad Victoriam. Tja, jetzt muss ich aber erstmal meinen Schrott. Oh, hier war ich auch noch nicht. Doch, hier war ich schon mal. Muss ich erstmal meinen Schrott loswerden. Aber erstmal fahren wir zum Weihrauchbar. Ah, da bist du.
weißt du ja, Anwar. Die haben hier das Ding jetzt geändert. Der Ungezwungenheit. Aber wir sollten nicht auf. Was haben die? Es könnte ja vielleicht die, diese Roboter-Dinger geändert. Die Roboter-Dinger? Ja, hier, wie heißt jetzt die Dings? ja, kann ich jetzt nicht mehr sehen. Wo die gegen die Roboter kämpfen muss. Nicht so sehr dran. Hör mal, ich hatte gehofft, wir könnten ein bisschen reden, bevor wir hochgehen. Ich gebe dir einen Herzbesuch. Da sind jetzt zwei Legendäre drin. Ich werde euch mal stumm. Sorry. Lass den Mist, ich meine es ernst. Es gibt ein paar Dinge, die wir besprechen müssen. Komm, setz dich. Verstehe. Du möchtest diese Untersuchung fortsetzen, aber wir haben viel durchgemacht. Es wäre gut, ein paar Dinge zu bereinigen. Super, nimm Platz. Okay. Dann setzen wir uns mal. Ach, jetzt will ich noch. Ein Gast? Was darf's denn sein? Einmal Amerikas Bester. Kommt sofort. Bitte schön. Zum Wohle. Ah, eine gute Wahl. Salam, mein Freund. Ach, ich will den Moment nicht ruinieren. Ich möchte bloß kurz kein Paladin sein, der gegen einen selbstgerechten, rebellischen Ritter kämpft. Aha, richtig. Interessante Wortwahl. Beitreten. So habe ich es nie gesehen. Ich gehörte bereits zur Nationalgarde, half den Menschen, bewahrte den Frieden. Das war mein Leben. Die Bruderschaft fühlte sich nicht wie etwas Neues an. Eher wie eine Umorganisation meiner Leute. Eine Rückkehr. Die Ränge und der Jargon änderten sich, doch der Kern blieb gleich. Daran bestand für mich kein Zweifel. Ja, aber auch jetzt bedauere ich rein gar nicht. Es waren meine Leute, meine Kameraden. Aber mit der Zeit änderte sich einiges. Die Ansichten der Ältesten unterschieden sich stark von meinen. Manchmal glaube ich, nein, ich bin mir sicher, dass ich ausgewählt wurde, um meine Perspektive und meinen Einfluss zu beseitigen. Die Ältesten sahen mich als Bedrohung an und wussten, dass ich mit ihren Zielen nicht konform gehen würde. Aha. Was gab es da Besseres, als mich auf eine Mission quer durchs ganze Land zu schicken? Ob sie wohl erwartet haben, dass ich mich melde? Dass ich es lebend herschaffe? Tja, angeschmiert. So ist das. Alan Connors, genau. Ein wirklich guter Freund. Wir dienten in der gleichen Einheit der Nationalgarde. Alan war in jedem Sturm mein fester Anker. Wir überlebten die Bomben gemeinsam, schlossen uns gemeinsam der Bruderschaft an. Er war mehr als meine rechte Hand. Er war ein lebenslanger Begleiter. Ohne ihn war die Welt nicht vorstellbar. Das ging nicht bloß mir so. Für Valdez und Shin war er wie ein großer Bruder. Sogar wie ein Vater. Er war immer für sie da. Das ist es ja. Im Grunde war er für uns alle wichtig. Darum schmerzt seine Abwesenheit noch mehr. Ah, ich finde das schon ein Monster. Allerdings. Er war das Fundament seines Teams. Und seitdem war es für Shin nie wieder wie vorher. Als wir Alan verloren
übernahm Shin viele seiner Pflichten. Diese Verantwortung und seine Trauer, es war bestimmt viel zu verarbeiten. Er griff auf das zurück, was er kennt, Regeln und Lehren. Er traut niemandem genug, um darüber hinauszuschauen. Nicht so, wie er Alan traute. Und aufgrund meiner Entscheidung haben wir ihn verloren. Ich weiß, dass mir Shin das niemals verzeihen wird. Ja. Danke fürs Zuhören. Es ist eine Ehre, seine Geschichte zu erzählen. Er hat es verdient. Und noch vieles mehr. Das ist eine gute Idee. Auf wen? Ja, auf Ritter Alan Connors. Möge er nie vergessen werden. Tja. Besalamati. Also, weiter im Geschäft. Gehen wir hoch. Immer schön unauffällig bleiben. Wir sind bloß zwei freundliche Händler, die Geschäfte machen wollen. Vorsicht, da kommt Ärger. Mayfield, ich heiße Layla. Wir waren verabredet. Bitte. Joanna reicht, Schätzchen. Dieses ganze Mantel- und Degenzeug ist schmeichelhaft. Aber kommen wir doch zum Punkt. Paladin Ramani. Nun, das war von kurzer Dauer. Okay, Joanna, offensichtlich habe ich dich unterschätzt. Schau mal an. Du hast einen dieser berühmten Vault-Bewohner im Schlepptau. Okay. Und dich kenne ich auch. Hast ganz schön für Aufruhr gesorgt. Wann wollt ihr diese Fähigkeiten für meine Karawanen unter Beweis stellen? Heb dir deine Jobangebote für später auf. Es gibt hier dringende Angelegenheiten. Okay, Paladin. Reden wir mal Tacheles. Es ist kein Zufall, dass ich mich jetzt mit dir treffe, nachdem ich mich erst so lang geziert habe. Okay. Wir wissen, dass ihr euch für die Verschwundenen interessiert. Wir auch. Das schauen wir uns schon eine ganze Zeit an. Damit habe ich keine Probleme. Jetzt ist erstmal das Wichtigste, die Verschwundenen zu finden und sie nach Hause zurückzubringen. Dass du offen über deine Verwicklung sprichst, wird positiv aufgenommen werden, da wir weitermachen, bis alles geklärt ist und sie in Sicherheit sind. Okay. Immer mit der Ruhe. Das ist kein Schuldeingeständnis oder ein Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Uns bereiten diese Leute auch Sorgen. In der Hoffnung, Leben zu retten, sind wir zur Zusammenarbeit bereit. Mehr nicht. Und wenn du meinst, ich würde irgendeinen geheimen Entführungsplan ausplaudern, dann hast du dich getäuscht. Wir verfolgen dieselben Ziele wie du. Schöne Worte. Aber wir sollten weitermachen. Was kannst du uns über die aus deiner Karawane verschwundenen Leute sagen? Schaut es euch doch vielleicht einfach selbst an. Ares! Komm mal her! Der sieht aus wie eine Wache. Wahrscheinlich bewaffnet. Lass ihn nicht aus den Augen, Anwärter. Danke. Man sollte auf seinen Instinkt hören. Der lässt mich selten im Stich. Was gibt's, Boss? Harper's Ferry, der Eisenbahntunnel. Zeigst du unseren Gästen die Route? Oh Mist! Willst du wirklich wieder zurück? Genau das habe ich mir auch gedacht, Ares. Geh zum Tunnel und zeig unserem erlauchten Ermittler-Duo den Tatort. Hört sich das für euch gut an? Okidoki, wir sehen uns dort. Das ist der große Eisenbahntunnel direkt östlich von Harper's Ferry. Also, Zeit ist Geld. Und ich habe beim Plaudern mit euch schon jede Menge Kronkorken verloren. Wenn ihr also nichts dagegen habt, richtet weitere Anfragen an meinen maskierten Partner. Gut, aber nachdem ich mir die Beweise angesehen habe, möchte ich auf die Beteiligung von Blue Ridge zurückkommen. Auf jeden Fall.
Wenn ihr Antworten findet, können wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag quatschen. Harper's Ferry Eisenbahntunnel. Sei da oder eben nicht. Was willst du wissen? Der Eisenbahntunnel selbst ist nicht so wichtig, aber darunter verläuft eine streng geheime Gaspipeline aus dieser Region heraus. Okay. Eine ziemlich diskrete Route und vergleichsweise sicher. Mit Ausnahme von letztem Mal. Tja, der letzte bekannte Aufenthaltsort einer unserer Karawanen. Sie haben hier ihr Lager errichtet, aber morgens war alles verlassen. Das war eine große Gruppe, so um die 15 inklusive unserer Wache. Ach, nur was, das mir beim Atmen hilft und meinen Kiefer an Ort und Stelle hält. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich. Wer mit Killerrobotern spielt, kriegt sein Gesicht demoliert. Was? Wo? Schwer zu sagen. Das Lager war eigentlich unberührt. Einfach leer. Unheimlich. Wahrscheinlich Geister. Oder ein Geisterzug. Geisterzug? Sowas. Sag mir, welches von den beiden, nur von den beiden, es war, wenn wir da sind, okay? Bring was zu essen mit. Danke. Gut. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter in den Tunnel. Den sonstigen Quest da erledigen. Wo wollen wir denn hier? Der Abwärtstrend, wo war der denn? Ist so allgegenwärtig bei mir. Da. Jetzt muss ich noch eine Stunde warten, bis es warm wird. So, ich glaube, jetzt bin ich gesättigt. Ne? Hallo du! Ich habe unglaubliche Geschichten von dir gehört. Du bist hier eine Legende. Ich mag naja. Nicht. So, jetzt gehen wir aber erstmal in den Tunnel rein, würde ich sagen.